Schalke-Plan Konsequenzen nach schwacher Bilanz. Der FC Schalke 04 ist froh über die Winterpause und erleichtert, das Fußballjahr mit einem 3:1 beim VfB Stuttgart abgeschlossen zu haben. Die schwache Hinrunde soll beim Vizemeister Konsequenzen haben. Trainer Domenico Tedesco könnte Hilfe an die Seite gestellt bekommen. Christian Heidel sorgt sich um Domenico Tedesco. Geht es nach dem Sportvorstand des FC Schalke 04, wird sich sein Trainer über Weihnachten allem Stress des Fußballgeschäfts entziehen. Der Trainer kriegt jetzt einfach mal Handyverbot, mahnte Heidel nach dem 3:1 beim VfB Stuttgart an. Der muss jetzt einfach mal 3-4 Tage komplett raus aus dem Modus. Schließlich wirkt Tedesco nicht nur auf Heidel durch den Druck der missratenen Hinrunde abgekämpft, man sehe es ihm an, wie es an ihm zehrt. Der drohende Absturz des krisenden Vizemeisters auf den Abstiegsrelegationsrang wurde zwar vermieden. An der Enttäuschung über die trostlosen Bundesliga-Monate änderte der erste Erfolg nach 4 sieglosen Partien aber nichts. 18 Punkte sind für die Ansprüche viel zu wenig. Wir werden trotzdem alles hinterfragen und überlegen, was wir verändern können, sagte Heidel. Auch deswegen sorgen sich Schalkes Verantwortlichen offenbar nicht nur um die Erholung des 33-jährigen Tedesco. Offensichtlich besteht auch darüber Sorge, dass der Traineraufsteiger der Vorsaison ohne weitere Hilfe nicht alle Probleme in den Griff bekommt. Eine Reaktion auf die nicht zufriedenstellenden Auftritte sowie nur 4 Punkte Vorsprung vor dem VfB auf Rang 16 könnte eine Erweiterung des Trainerteams sein und damit auch Tedesco betreffen. Es sei nach einer schwachen Hinrunde normal, auch die Zusammensetzung des Trainerteams zu hinterfragen, sagte Heidel dem TV-Sender Sky. Tedescos Cheftrainerrolle habe aber nie zur Debatte gestanden, bekräftigte Heidel und betonten nochmal, nicht einen Trainer in Frage zu stellen, der im Sommer für Rang 2 gefeiert worden sei. Ich glaube, er hat den sichersten Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann, sagte er. Der Junge gibt alles von morgens bis abends. Dennoch soll womöglich sportliche Kompetenz geholt werden. Auch die Debatte, Heidel einen Kaderplaner oder externen Berater an die Seite zu stellen, ist nicht beendet. Ich habe vor allem Angst, nicht aber vor Qualität bei Schalke 04. Ich bin aber kein Freund davon, einen externen Berater zu holen, der alle 4 Wochen mal vorbeischaut. Sonst ist alles möglich, sagte Heidel. Aufsichtsratschef Clemens Dönjes hatte diese Gedankenspiele publik gemacht und mit der möglichen Unterstützung ein ungemütliches Thema begonnen. Auch Heidel will nun an Heiligabend den Fußball kurz vergessen, dann werde die Aufarbeitung fortgesetzt. Ich kann versprechen, dass ab dem 4. Januar einige Dinge verändert werden, kündigte der 55-Jährige an. Einen neuen Stürmer will der FC Schalke trotz der Verletzungen von Guido Burgstaller, Marc Uth, Breel Embolo und Franco Di Santo und der Unsicherheit, ob alle Anfang Januar voll ins Training einsteigen können, nicht unbedingt verpflichten. Am Samstag traf Stürmer Steven Skzipski zur frühen Führung. Zudem sprangen Verteidiger Salif Sani, dessen Kopfball VfB-Stürmer Mario Gomez mit der Schulter ins Tor lenkte, und Talent Ahmed Kutuku mit seinem Bundesliga-Premierentreffer ein. Die Unsicherheiten von Torhüter Ralf Fährmann wirkten sich nicht aus, weil nur Nicolas Gonzalez einen Stuttgarter Treffer erzielte. Die Nummer 1 hatte den VfB beim Stande von 1:0 kurz nach der Pause eigentlich wieder ins Spiel gebracht, als er González den Ball direkt in die Füße spielte. Der Argentinier traf jedoch das leere Tor nicht, der Ball prallte an den Pfosten. Die Hinrunde geht an keinem Spieler spurlos vorbei, sagte Tedesco über Fährmann.